Herr College, was bedeutet für Sie die Lippe Found Award 2012? Grundsätzlich ist es für uns ein extrem wichtiger Preis. Das ist ein Grund, stolz zu sein, weil wer hier eingeladen wird, muss gut gewesen sein. Gerade in diesem Jahr ist es auch spannend zu sehen, wer die Preise abräumt. Das sind ja sehr, sehr schwierige Jahre, die die Branche hinter sich hat. Ich würde sagen, Performance, Performance, Performance und an die Kunden denken. Also für mich bedeutet es zum einen natürlich eine große Ehre, hier ausgezeichnet worden zu sein. Es ist natürlich auch ein großer Anspruch für uns und ein großer Ansporn in Zukunft, auch genauso diese Leistung wiederzubringen. Und es zeigt auch für uns, dass diese Auswahlkriterien, die Lippe an den Tag legt, wirklich ausgezeichnet sind und genau das widerspiegeln, was wir eben bieten wollen. Langfristige, gute Performance, sehr transparent und nachvollziehbar. Guten Abend, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen in der Villa Kennedy zur Verleihung der 11. Lippe Found Awards in Deutschland. Mein Name ist Detlef Gloff und ich werde Sie durch den heutigen Abend führen. Ich freue mich, Sie im Namen von Lippe und Thomson Reuters sowie unserer Medienpartnern eFund Research, der Zeitschrift Das Investment sowie MeinGeldTV begrüßen zu dürfen, um mit Ihnen die erfolgreichsten Fonds der letzten 3 Jahre auszuzeichnen. Kommen wir nun zu dem Hauptteil des heutigen Abends, deswegen, warum Sie alle hier sind. Einige von Ihnen brennen vielleicht schon darauf, auf die Bühne zu kommen. Andere sind sehr gespannt, wer hier gleich gewinnt. Die Verleihung der Lippe Found Awards in Deutschland 2012. Der Gewinner im Equity-Sektor Natural Resources wird repräsentiert von Herrn Uwe Diehl. Das ist der AXA Framlington Junior Energy. Herr Diehl, herzlichen Glückwunsch zum Gewinn eines Lippe Found Awards für den AXA Framlington Junior Energy. Bitte erläutern Sie unseren Zuschauern das erfolgreiche Anlagekonzept dieses Fonds. Der AXA Framlington Junior Energy zielt darauf ab, die globalen Gewinner aus dem Energiesektor zu selektieren. Wir gehen dabei den Weg, vor allem Small- und Mid-Caps zu selektieren, weil wir dort im Bereich der Exploration, der Förderung, aber auch Services und Infrastruktur die größten Chancen sehen. Gerade auch im Bereich der Ölförderung und Ressourcenfindung ist dort die Chance, wirklich Gewinner der Zukunft zu finden, größer. Gerade im Vergleich zu den Large Caps im Markt. Und was man dadurch sich automatisch auch einkauft, das ist ein riesiges Potenzial an Mergers and Acquisitions. Der AXA Framlington Junior Energy konnte sich in seiner Vergleichsgruppe gegen 55 weitere Fonds durchsetzen. Wie ist das Erfolgsrezept hinter diesem Fonds? Zum einen haben wir ein hochspezialisiertes, langjähriges Team im Bereich Energie und zum anderen ist dieses Team natürlich auch eingebettet in die Synergie des gesamten AXA Framlington Teams, kommt aus vielen Expertisen bis hin zu Credits, zu makroökonomischen Themen und Strategiethemen. Der AXA Framlington Junior Energy ist ein Aktienfonds. Am Markt ist AXA Investment Managers aber für das Multi-Expert Model bekannt. Was steht hinter diesem Begriff? Hinter diesem Begriff steckt eigentlich etwas ganz Einfaches. Wir haben 7 verschiedene Expertisen bei AXA gebündelt. Das geht los bei quantitativen Aktien im Hause AXA Rosenberg über qualitative Aktien, wie jetzt Framlington zum Beispiel, wo wir heute den Preis gewonnen haben, bis hin zu unserer riesigen Fixed-Income-Expertise mit 275 Milliarden, die ich hier auch mal herausheben möchte. Und unterm Strich haben wir dadurch auf das gesamte Asset-Allocation-Spektrum ein riesiges Angebot an geeigneten Produkten für jede Marktphase und können dadurch unsere Kunden zu jeder Zeit sehr gut bedienen. Gerade momentan im Bereich High Yields, Credits, sicherlich Strategien im Fixed-Income-Bereich, die sehr, sehr nachgefragt sind. Vielen Dank.